war neulich in einem Gottesdienst und hatte ein starkes Wort, was ich weitergeben musste. Und zwar hieß das Wort: Umarme nicht die Angst. Umarme nicht die Angst. Ich kann mich nicht erinnern, sowas jemals vorher gehört zu haben oder so, aber es war etwas, wo ich den Eindruck hatte, Gott spricht das einen oder mehreren Personen zu. Umarme nicht die Angst. Vielleicht ist das auch ein Wort für dich. Menschen nehmen die negativen Dinge, die ihnen in ihrem Leben passieren, an, umarmen sie im gewissen Sinne, akzeptieren sie im gewissen Sinne. Teilweise werden sie sogar Teil ihrer Persönlichkeit, ihrer Identifikation. Und dann sagen sie, das ist meine Krankheit, das ist meine Armut, das sind meine Schmerzen, das ist meine Angst, das ist mein Mangel, das ist meine Marotte, meine Macke, das ist meine Sucht, das ist mein. Und eigentlich ist das nicht sehr weise. Besser ist, wenn wir diese Dinge ablehnen und sagen, nein, das ist nicht meine Angst. Das ist eine Angst, die nach mir greifen will, eine dämonische Attacke, und mit der Hilfe des Herrn weise ich sie zurück. Ich lehne sie ab. Ich nehme sie nicht an für mich. Ich umarme sie nicht. Ich akzeptiere sie nicht als Teil für mich. Sondern ich sage, nein, ich lehne das ab. Ich weise es zurück. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich dich wirklich einladen, da in deinem Leben eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich akzeptiere Dinge, die sich negativ in meinem Leben auswirken, nicht als gegeben. Ich sage nicht, dass das mein ist. Es ist nicht meine Sucht, meine Krankheit. Nein, es sind Dinge, mit denen ich vielleicht zu kämpfen habe, aber ich nehme sie nicht als Teil meiner Persönlichkeit und meiner Identifikation an. Wenn es konkret um das Thema Angst geht, möchte ich gerne dir ein Buch vorstellen, Von der Angst zum Glauben, was du bei uns im Shop bestellen kannst, was sehr gut über dieses Thema, sich mit diesem Thema beschäftigt und sehr gut darauf eingeht, wo du im Grunde genommen von der Angst, von der Furcht hineinkommen kannst in ein Leben im Glauben, was im Grunde genommen genau diesen Blick auf den Herrn hat und sagt, nein, es ist nicht meins, sondern ich nehme das, was ich im Glauben aus der Bibel empfange, was die Wahrheit in meinem Leben ist. In dem Sinne, umarme nicht die Angst und umarme auch nichts anderes, was sich negativ nach dir ausstreckt, sondern umarme allein das, was der Herr sagt, das dir gehört und das dir zusteht und was die Bibel dir verheißt. Umarme den Herrn. Das ist es, was du wirklich als deine Identifikation, deine Persönlichkeit, dein Leben annehmen solltest. In dem Sinne, Gott segne dich.